Hi, ich bin Patrick Zieker, linksaußen beim TVB Stuttgart und freue mich auf den heutigen Trikottausch. Ja, meine Reise ging los bei meinem Heimatverein, der HG Steinheim Kleinbott war. Dort meine ersten Gehversuche unter Anleitung meiner Mama gemacht. Ging es also los. Noch heute immer noch verwurzelt mit dem Verein. Ich selber noch Mitglied, meine Kinder Mitglied, meine Brüder immer noch aktiv. Selbst wenn man mal Zeit hat, ein freies Wochenende oder so, nutze ich die Chance auch noch ein Heimspiel anzugucken. Von daher verbindet mich mit dieser Zeit oder mit diesem Verein einiges. War der Start in meine Karriere. Ja, meine zweite Station war dann die SG BWM Bietigheim. Dort die letzten Jahre in im Jugendbereich noch verbracht und dann aber auch direkt anfangen dürfen mit der ersten Mannschaft in der zweiten Liga mittrainieren und dann dort direkt mit 17 meine ersten Gehversuche im aktiven Bereich gemacht. Mein Debüt war in der Porsche Arena gegen TVB Stuttgart, von daher verbindet mich auch da schon einiges mit meinem jetzigen Verein und ich hatte wunderschöne 1,5 Jahre bei der SGB in Bietigheim. Ja, 2012 ging es dann für mich in die erste Liga zum TBV Lemgo. Immer wenn ich noch an den TBV denke, kriege ich immer noch Gänsehaut. Ich hatte dort eine wunderschöne Zeit, 7 Jahre lang. Nicht nur sportlich habe ich meine Schritte gemacht, sondern auch privat. Meine Frau dort geheiratet, mein erster Sohn ist dort zur Welt gekommen. Von daher wird Lemgo immer einen Platz in meinem Herzen haben und war eine Top-Zeit. 2019 ging es dann für mich und meine Familie zurück in die Heimat zum TVB Stuttgart. Ich bin wahnsinnig froh und glücklich, hier sein zu dürfen. Habe dann die nächsten sportlichen Schritte gemacht, habe mich zum Nationalspieler entwickelt, bin seit 2 Jahren Kapitän der Mannschaft und trage das Trikot mit sehr viel Stolz und freue mich auf die weiteren Jahre hier. Ja, der Höhepunkt meiner Karriere waren sicherlich bisher die Länderspiele für Deutschland. Ganz besonders mein Debüt am 4. Januar 2020 in Mannheim, ausverkauftes Haus gegen Island. Dann zweite Halbzeit reinkommen, direkt ein Tor gemacht. Von daher verbindet mich da sehr, sehr viel und hat da absolute Gänsehaut und Glücksmomente, wenn ich daran zurückdenke. Aber auch die Europameisterschaftsteilnahmen dann 2020 und 2022 erfüllen mich mit wahnsinnig viel Stolz und ich hoffe, vielleicht kommt noch das eine oder andere Spiel dazu.